Das war sehr spontan tatsächlich nach dem Spiel gegen Frankfurt. Da hat Bratzo gesagt, wir haben eine Chance. Und er hat gesagt, dann machen wir es. Ich habe vorher gar nicht mit ihm geredet, ehrlich gesagt, sondern wir haben schon öfter im Scouting oder auch mit Bratzo über den Spieler gesprochen und gesagt, dass er eine sinnvolle Verstärkung für uns wäre, weil er verschiedene Positionen spielen kann. Ist natürlich ein sehr, sehr offensiv starker Außenverteidiger, der einen Tick lieber rechts als links spielt, aber ist ihm generell egal. Bei City hat er, glaube ich, tatsächlich ein bisschen mehr links zuletzt gespielt, häufiger links als rechts. Hat da viele Fähigkeiten, auch nach innen zu gehen und dann einfach eine sehr, sehr gute Flanke auf den zweiten Pfosten. Wir spielen gegen sehr viel tiefe Gegner, hat eine gute Dynamik, aber auch einen sehr guten Schuss aus der zweiten Reihe und eben eine gute Flanke mit Schnitt zum Tor, aber auch auf der rechten Seite weg vom Tor und ist einfach ein bisschen andere Charakteristik als die Spieler, die wir sonst haben auf den Positionen. Vor allem rechts haben wir Nus einen, der extrem guter Fußball auf sehr engem Raum ist. Joao hat eine gute Dynamik, beides offensiv stark. Fonsi kann auch nicht immer alles spielen, sprich es ist eine sehr, sehr sinnvolle Verstärkung, finde ich, die wir da, wie gesagt, sehr spontan noch gekriegt haben, über die wir uns freuen.